Moinsen, herzlich willkommen bei Labbadia 123. Es gibt wieder eine weitere Prognose. Diesmal zur ersten Liga. Ja, ich würde sagen, ich fange gleich direkt an. Ich fange aber unten an diesmal, nicht so wie bei Liga 2. Ich fange diesmal von unten an. Und ich sage diesmal, und das wird auch total schwierig werden hier. Gute Frage. Ich sag mal, Alter, das ist schwer. Das ist so schwer. Komm. Nicht nur aufgrund der Rivalität wegen HSV. Ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. Die gehen wieder runter. Die Bremer. So. Dann sag ich schweren Herzens Bochum. Ich muss mich ja leider für irgendwas entscheiden. Ja, am 5.8. geht ja die erste Liga los. Frankfurt eröffnet ja gegen die Bayern. Relegation sage ich jetzt mal. Stuttgart. Ja, zu Frankfurt kam ja unter anderem ja Farid Alidou, der ehemalige HSVer. Mario Götze kehrt ja zur Liga zurück, ist ja auch bei Frankfurt. 15. sage ich mal Mainz. Ja, zu Bayern. Habe ich ja, glaube ich, beim letzten Dingen schon gesagt. Ich kann nicht mehr reden. Bei der letzten Prognose. Robert Lewandowski ist ja jetzt zu den Bayern gewechselt. Erling Haaland ist ja nicht mehr bei Dortmund. 14. sag ich mal Schalke. Die bleiben. Ja. Bayern hat ja jetzt, glaube ich, heute, Stand jetzt der Aufnahme, ja sogar De Ligt verpflichtet. Ich glaube, teuerster Transfer, 80 Mille, glaube ich. Wo ich mir auch wieder denke, ja, so viel Geld wieder. Aber naja, gut. Jeder Verein soll das machen, wie er möchte. So, 12. Also 13. Freiburg, 14. Schalke, 15. Mainz, 12. Schwierig. Da denke ich mal, dass das die Hertha machen wird. Die Hertha BSC aus Berlin. Die sich ja leider in der Relegation ja letztens gegen mein HSV ja durchsetzen konnten. Ja. So. 11. Das ist schwieriger als gedacht. Entschuldigung für den Husten. 11. sag ich mal. Der FCA. Der FC Augsburg oder auch die Augsburger Puppenkiste. Jenan, so, 10. Oh, ist das schwierig, das sind Top-Clubs. Jetzt ist das richtig schwierig. 10. ich sag mal, Kölle, ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. Köller Love auf die 10. Auf die 9, sag ich mal, die TSG 1899 Hoffenheim. So, Frankfurt denke ich mal auch nicht so weit oben, aber die Frage ist, also nicht so weit oben wie hier jetzt, da es gibt Clubs natürlich, die besser sind. Gut, man weiß halt nicht, wie ein Götze da spielen wird oder ob ein Alidou da top spielen wird. Aber Frankfurt hat ja auch einen Top-Kader, das muss man auch sagen. So, 8. ich sag jetzt mal Gladbach. Na, ich will ausschneiden. So, jetzt kommen wir, glaube ich, ab. Die 7 ist ja, glaube ich, Conference League. Conference League sag ich mal der VfL. Wenn sie gut spielen werden. Jetzt wird schwierig. Auf der 6 sage ich mal Union. Union Berlin. Die würden denn Europa League Quali, wenn das die 6 war, ich glaube. So, jetzt Platz 5, der Haupt-Europa League Platz. Und ich sag ganz ehrlich, komm. Ganz oben werden sie definitiv unter den Top 3 nicht mitmischen. Und Frankfurt kann ja Europa League. Wie sie jetzt in dieser Saison Champions League spielen werden, schauen wir mal in diesem Jahr.
Aber an sich würde ich sagen, Europa League Platz. Europa League können sie ja. Sie waren ja auch Europa League Sieger letzte Saison. Nochmal Glückwunsch nachträglich. So, die Top 4 Kandidaten. So, ich sag mal Leverkusen. Auf die 4. Rudi Völler ist ja, glaube ich, auch nicht mehr bei Leverkusen. Ne? Letzte Saison wurde er ja, glaube ich, verabschiedet. Alles Gute für die Zukunft, Rudi Völler. Platz 3, denke ich mal, RB Leipzig. Die Frage ist jetzt, kein Erling Haaland bei Dortmund, aber auch kein Dingens hier. Na, Robert Lewandowski, ich habe doch den Namen schon gesagt. Ja, Lewandowski bei Bayern. Die Frage ist, wer wird Meister? Und ich sehe gerade hier, ich habe das, ja, bis Conference League, das muss ich hier noch so machen. Top vorbereitet. So, Entschuldigung bitte. Die Frage ist, nach 10 Jahren Bayernmeisterschaft ohne Robert Lewandowski, wer wird Erster? Ich hatte ja bei Wreckfest ja gesagt, dass es Bayern machen wird. Da war aber zu dem Zeitpunkt Robert Lewandowski noch da gewesen. Ich komme gerade ernsthaft ins Überlegen hier. Wenn Dortmund die Saison gut spielen wird, trotz ohne einen Erling Haaland, der ja zu Manchester City gewechselt ist. Boah, schwierig. Ich würde aber sagen, im Gegensatz zu Freckfest, wo ich sagte, dass es Bayern wird, da ja jetzt kein Robert Lewandowski mehr da ist, dass es doch Dortmund machen wird. Aber wenn auch nur ein Punkt Vorsprung oder so. Also es wird aus meiner Sicht einen anderen Meister werden. Beziehungsweise geben. Weil man muss ja jetzt so sehen, Robert Lewandowski nicht mehr da. Klar, man hat Thomas Müller und Kingsley Coman, Serge Gnabry, mit dem man ja verlängert hat, glaube ich, bis 26, 27. Aber wenn Dortmund sich gut aufstellen lässt, denke ich mal doch, dass sie die Bayern ärgern können. Aber ich denke mal auch ganz eng. Also es kann auch Bayern sein. Also bei den ersten zwei Plätzen bin ich mir wirklich total unsicher. Aber ich lasse das jetzt so stehen. Da widersprechen wir zwar bei der Freckfest-Aussage, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ja noch Robert Lewandowski da gewesen. Das mal weg. So wird es aussehen. Die Erstligatabelle. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bin gespannt drauf. Und mal gucken, zum Ende der nächsten Saison oder beziehungsweise zum Ende dieser Saison im Jahr 23, mal gucken, da werde ich immer drauf reagieren, mal schauen, ob das so halbwegs